So. Die Beste. Die Bienen warten auf mich. Seit der Ehrenparadies hat unsere Wege getrennt haben, habe ich meine restlichen Prüfungen absolviert und bin auch nach Hause, um ein bisschen mit Elmia zu trainieren. Als ich ja gerade im nachgedacht habe, ob ich mich als nächstes an die Pokémon-Liga versuche, habe ich von Gladio gehört, dass du schon auf dem Weg dorthin bist. Also habe ich ja alles stehen und liegen lassen und bin hergeflitzt. Hey, du hast bis zur Liga geschafft! Lass mich noch ein bisschen rumrennen. Ich bin auch überreicht, dass Teil so weit gekommen ist, tatsächlich. So, aber schnell war ich nie unterwegs. Ich war schneller als der Blitz. Aber ich schweife ab. Weißt du was, Tiberium? Entscheiden wir somit einen Kampf, wer von uns der Erste, weil der sich als Erster der Herausforderung bei Pokémon stellen darf. Ich sage gleich, aber gleich, ich werde alle meine Kräfte zusammennehmen, um die Oberhand zu gewinnen. Apfeltee ist awesome. So, Fun Fact, ich trinke gerade Apfeltee. Pokémon-Trainer-Teil möchte ich herausfordern. Er hat immer noch nur 4 Pokémon. Was geht mit ab? Mit Raichu. Da ist natürlich Garados, genau die richtige Wahl für, nicht wahr? Ja, nicht. Komm, fang die Elektroattacke ab. Psychokinese! Au. Weiter so, bam. Bam. Yeah, Mega Kick. Ich glaube, es ist schon besser als Doppelkick, oder? Ich wünschte, ich wüsste, was für ein Pokémon das ist. Ich merke noch, dass Fahrer das falsche Item trägt. Ach, das Vieh. Dauerschlaf. Stimmt, das ist ja normal, Mann. Wie war das? Das ist kein Pflanzenmon. So, machen wir erstmal eine Runde Toxin. Oh. Gut zu wissen. Ja, wir können ja ausdauern mit Mondschein. Yay. Das macht beinahe Schaden. Ja, ja, richtig. Es ist halt lustig, dass sich das Vieh gleich selber rausnehmen wird. Oh, ich werde die Attack gerade angerufen. Nope, da gehe ich jetzt nicht ran. Okay, doch. Ja, TT-Telefon, ne? So. Aber der ist immer noch nicht down ist. Was geht denn? Wie tanke ich das scheiß Vieh? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, das nimmt die selber raus. Das ist schon das bei mir gewesen. Nee, war bei mir. Yay. Wie geil das, was Level 68 ist.
Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon es ist. Wenn es ein Starter ist, wäre das jetzt ziemlich lustig, wenn ich ihn reinschicke. Das ist doch ein Starter, ne? Das war einfach. Oh, Flamara. Eines Tages hat Tai 6 Pokémon in deinem Team, darauf warte ich irgendwie. 6,50. In einem Kampf gegen jemanden, der seine ganze Kraft zusammengenommen hat, gibt es keine Verlierer. Toxic Orb Flamara, ja Mann! Mit Adrenalin. Ja. Und du kriegst wieder einen Keks. Es ist so süß. Dabei wollte ich meine Pokémon auch unbedingt wissen lassen, was ein Sieg gegen dich anführt. Aber so eine Niederlage hat auch was Gutes, das gibt mir einen Antrieb, noch stärker zu werden. Wie auch schon sei, ich möchte aber auch nicht sehen, wie du hier der Champ wirst. Das bedeutet mehr Motivation für mich. Dann werde ich mich beim nächsten Mal nämlich gegen den amtierenden Champ gewinnen. Das sind Bohnen! Ja! Den Gewinn. Ach ja, das ist für dich. Yay, Top-Beleber dreimal halten. Geld! Ich bin wirklich froh, dass du uns nach Alola gezogen bist. Wir geben Nachtara mal ein anderes Item. Warum kann Nachtara nicht? Ich bin mir sicher, dass Nachtara auch Zauberschnecken heilen kann, aber egal. Bam, und zwar... für die Psychokinese. So, unsere alten Pokémon sind nicht geheilt, ne? Doch! Okay. Der Weg zum Pokémon Center ist unendlich weit. Ich wüsste nicht, wo ich lang gehen müsste. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Selbst Diana kann schaubern. Dann war das so, da habe ich es verwechselt. Drück R. Ach so, das sind die Fotos, sind das. Gratuliere, Tübin, du hast es geschafft. Du hast alle Prüfungen erfolgreich absolviert, selbst die große Prüfung. Was für eine fantastische Leistung. Ist ihr nicht kalt? Nicht im geringsten, mein Herz brennt. Ich heiße also Leone-Kanone. Das hält mich von innen warm. Du wartest auf dich eigentlich nur eine Herausforderung. Die Pokémon-Liga. Herausforderung, die Pokémon-Liga. Du kannst dich darauf schon mal freuen. Der Mond Mimala seit eher der Ort, an dem der Abschluss der Inselmannschaft feierlich begann wurde. Unsere legendären Pokémon zur Ehre haben wir uns darüber hinaus entschlossen, unsere Pokémon-Liga hier oben zu gründen. So nah dahin wie nur möglich. Ach, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen.
Stand auf der Indiegogo-Webcover von der Hauptquartier der Pokémon-Liga Kantos. Okay. Und war selbst drauf und dran, die Top 4 herauszufordern. Was haben mein Team und ich nur eingesteckt müssen, um bei der Arena, bei den Arenen in Kanto. Doch meine Pokémon haben nie aufgegeben. Die haben ihr ganzes Herzblut in jeden einzelnen Attack gesteckt. Dieser Trainer mit dem Umhang. Oh, Siegfried-Anspielung und den Drachenattacken hat mich am Rande einer. Oh, Entschuldigung, ich will jetzt nicht mit der alten Geschichte langweilen. Geh einfach hinein. Aber sei alles vorbereitet. Hörst du, wenn du da einmal rein bist, musst du auch zum Schluss durchziehen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wo war, wie ist das mit Erdbeben gewesen, ne? Ich nehme das hier. Alles 100% echt. Mama findet das wurde auch toll, auch super. Ja. Aber ich dachte, wir müssen da noch vorbei. Pony. Aber ach da, das ist ja hier, ne? Ich bin leicht verwirrt, warum ich nicht hin kann. Wo ich jetzt bin, ich bin ja bei der Pokémon-Liga quasi, ne? Na? Da. Ich will es aber vor der Pokémon-Liga haben. Erstmal also kurze Frage, Phoenix, an dich. Kann ich vor der Pokémon-Liga dorthin? Keine Ahnung, okay. Versuchen wir es mal einfach. Probier es aus, ja. Weil ich will schon gerne Erdbeben auf Garados haben. Oder allgemein die TM, weil die halt awesome ist. Vorsicht, haut's nach. Lass mich jetzt durch. Ich habe alle Inselprüfen bestanden. Nee, kann ich nicht. Oh, der Arsch. Der Arsch. Ich kann es beibringen. Nee, so dringend ist es dann doch nicht. Hi. Ein möge Sieg seiner sein. Okay. Hat meine Pokémon geheilt. Sie fragen, ob ich das Fahrer noch was krasseres beibringe. Außer Psychokinese.
Okay, es reicht. Hui, auf in die Liga. Dampfwalze? Kannst du kaufen? Nee, nee, wenn dann Erdbeben. Nicht 3, nicht 5, sondern 4. 4 Herausforderer erwarten dich. In jeder Region, in der Spitze der Pokémon-Liga, irre starke Trainer. Sondern Top 4. Also habe ich auch 4 Trainer aus der Korn, die ersten Top 4 von Alola werden. Und du musst jeden von ihnen besiegen. Erst dann darfst du auch wieder nach draußen. Natürlich verlierst du mittendrin. Link, großartig. So gut. Wenn du nervös bist, überträgst du dich ansonsten auch auf deine Pokémon. Du machst das schon locker. Bleib locker. Mund ist es in der Finale nicht ein Blumen mehr. Es ist in der Finale nicht ein Blumen mehr, was Pokébiet. Okay. Warte, die spannenden Kämpfe mit 4 Attacken. Heftig an der Art. Flügel Tiberium. Oh, immer das erste Spiel mit erstem Pokémon.